Ehrlich gesagt, wäre es mir am liebsten, wenn der Tiger ganz verschwinden würde. Wieso das denn? Ohne ihn hättest du nie erfahren, dass Barbara von Heidenberg deine Mutter ist. Eben. Ich bin der Sohn einer Mörderin. Weißt du was? Also wenn wir schon zufällig die gleichen Farben tragen, dann können wir doch eigentlich auch gleich zusammen zum Heubogenfest gehen. Was? Du und ich? Sie können verstehen, dass ich nach allem, was in der Vergangenheit passiert ist. Was soll das heißen? Es tut mir leid, Herr Spornheim, aber ich werde Sie fürs Erste beurlauben. Sieh's doch endlich ein. Du musst nehmen, was du kriegen kannst. Was redest du für einen Blödsinn? Der da vorne mit der Brille, der passt zu dir. Das ist deine Liga. Was Besseres wirst du niemals kriegen. Topf findet seinen Deckel. Ich bin kein Topf, der einen Deckel braucht. Ach, ihr seid doch wie füreinander gemacht. Bin ich ganz anderer Meinung. Emma, jetzt komm doch endlich mal auf die Tanzfläche. Da wartet Alfons und Herr Mertens schon auf dich. Ja, worauf wartest du? Da vorne steht der Mann für dich. Jetzt gönnen sie ihr doch schon diesen ersten Preis. Ja, das mache ich doch. Emma und Christoph Mertens sind ein wunderschönes Paar. Und das nicht nur auf der Tanzfläche. Ich bin da vollkommen ihrer Meinung, Frau Sonnenpichler. Emma, wir haben gewonnen. Was soll ich denn dem Kunden sagen? Soll ich sagen, ich kann nicht liefern? Simon, es ist deine Firma und deine Weinlieferung. Und wenn die am Zoll sagen, dass mit den Frachtpapieren was nicht stimmt, dann musst du hinfahren und das klären. Was heißt hinfahren? Ich kann doch jetzt nicht einfach so nach Bremerhaven. Ich erst recht nicht. Ja. Es ist auch nicht mein Problem. Na, ihr zwei? Fragt doch ihn. Entschuldigen Sie. Bitte bestellen Sie meine Suppe wieder ab. Ich habe es mir anders überlegt. Genau. Danke. Victoria, du solltest was essen. Vor allem sollte ich mich nicht länger mit deinem Problem rumschlagen. Ja, das sollst du auch nicht, aber was zum Teufel stimmt nicht mit den Papieren? Du kennst dich doch damit aus. Frag doch deine Katja Krewe. Die scheint ja die Frau für alle Lebenslagen zu sein, hm? Katja Krewe? Ist es nicht die von neulich? Was willst du hier eigentlich? Ich denke, mein Onkel will dich nicht mehr sehen. Ich brauche eine Telefonnummer. Ja, dann guck ins Telefonbuch. Es hilft mir da auch nicht weiter. Ich brauche die von Miriam in Paris. Kannst du vielleicht die für mich rausfinden? Warum? Ich will mit ihr über Barbara von Heidenberg sprechen. Ben, was soll das bringen? Ich muss wissen, was für ein Mensch meine Mutter war. Alle sagen, Barbara war eine kaltblütige Mörderin. Du hast selber gesagt, kriminelle Gene können weiter vererbt werden. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Diesen Preis hat der Trachtenverein gestiftet. Ja. Lassen Sie sich die Sachen gut schmecken, Sie und die Emma. Danke. Ist ja eigentlich gar nicht Emmas Art, einfach so wegzulaufen. Sie wird schon ihre Gründe haben. Aber was war denn mit der Emma los? Ach, Emmas Schwester kann es nicht ertragen, wenn sie nicht im Mittelpunkt steht. Sieht schon gut aus in der Tracht. Richtig fisch. Du weißt nicht. Emma ist für mich die Trachtenkönigin und das ist ihr Preis. Ach, Herr Mertens, das war ein Tanz und kein Schönheitswettbewerb. Hm? Darum hat sie sich auch vor der Siegerehrung gedrückt. Es war ja peinlich, dass wir gewonnen haben. Ach, so ein Quatsch. Emma ging's nicht gut. Sie hätten besser auf sie aufpassen müssen. Sie verträgt nämlich kein Bier. So früh hat's gar nicht getrunken. Kommen Sie, ich habe heute noch gar nicht getanzt.
Jetzt schnappt sie sich auch noch Emmas Partner. Ja, du möchtest auch tanzen? Nee, Alfons, ich möchte nach Hause. Ich möchte mich um Emma kümmern. Meine Mutter hat immer noch eine Stinkwut auf meinen Vater. Die konnte sich das nicht verkneifen, mir wegen Victoria ins Rein zu würgen. Aber es hat dich getroffen. Also ist was Wahres dran. Ey, komm, entschuldige mal. Nur weil ich mit Victoria keine Beziehung will, bin ich nicht gleich so bindungsgestört wie mein Vater. Außerdem ist er ein Krimineller und ich habe bei mir noch keinen Hang zum Verbrecher entdeckt. Dein Vater ist aber kein skrupelloser, machtbesessener Mörder. Meine Mutter schon. Ben, es gibt kein kriminelles Gen. Kapiert? Aber in Berlin habe ich doch auch nur Mist gebaut. Geklaut, mich rumgetrieben. Ja, das waren Jugendsünden. Jugendsünden? Hast du schon mal geklaut? Also. Und ich habe doch einfach nur Angst, dass ich so bin wie Barbara. Mein Onkel ist übrigens auch davon überzeugt. Ja, ne? Was hat denn der damit zu tun? Onkel Leusel hat vorgeschlagen, meinen Teil an Barbaras Erbe einzuklagen. Dein Onkel fand das ziemlich daneben. Womit er ja auch nicht ganz unrecht hat. Tja. Deswegen die Beurlaubung, ne? Sag mal, wie wär's, wenn du die Zeit nutzt, um ein bisschen Abstand vom Fürstenhof zu gewinnen? Soll ich abhauen? Ach Quatsch, doch nicht abhauen. Nee, ich meine, nach Bremerhaven fahren für mich. Um die Weinlieferung beim Zoll auszulösen. Ja, ich schaff's nicht. Ich kann mich hier nicht loseisen. Außerdem muss ich heute noch den Mietvertrag für das Weinlager klar machen. Ja. Wein, Zoll. Ich hab davon sowas überhaupt keine Ahnung. Ah, Herr Konopka. Die Dame vom Tisch 8 hat nach einem 96er Nero d'Avola gefragt. Okay, ich kümmere mich. Danke. Du musst nur hinfahren. Du würdest mir damit echt einen Riesengefallen tun. Naja, überleg's dir. Na? Weinsuppe, Entenbrust mit Im Salzteig mit Kürbisflan, Mousse au Chocolat auf Brombeerjus. Den passenden Wein sucht Simon raus. Ja, klingt gut. Aber? Wie wär's denn mit Hirsch statt Ente? Passt besser zur Jahreszeit und zu Rotwein. Kein Problem. Dann passe ich den Rest des Menüs eben an. Soll ich's dir noch mal vorlegen? Ich bitte darum. Willst du nach China reisen? Eine Überraschung für Silvia. Sobald Felix aus Kanada zurück ist, entführe ich sie ins Reich der Mitte. Ich warte nur noch auf ein paar Unterlagen. Du machst ja Nägel mit Köpfen. Es würde uns beiden gut tun, hier mal rauszukommen. Der Kapitän verlässt freiwillig sein Schiff. Ja, und da das Schiff nicht sinkt, habe ich damit überhaupt kein Problem. Nach all den Anfeindungen und Verwechslungen durch ihre Ähnlichkeit mit Barbara wird es Silvia gut tun, mal ein bisschen Ruhe und Entspannung zu bekommen. Wobei du keine Ausnahme gemacht hast. Ja, darum ist es gut, wenn wir uns mal eine Auszeit nehmen. Morgen werde ich Silvia damit überraschen. Schon klar, dass Rosalie eine andere Liga ist als ich. Aber dass sie mir das auch noch so unter die Nase reiben muss. Gott, wie mich das alles nervt. Als ob es immer nur ums Aussehen ginge. War einmal ein Bumerang. War ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück. Felix liebt Rosalie.
und nicht mich. Daran wird sich nie was ändern. Selbst wenn ich noch 1000 Diäten mache. Ich muss mir Felix endlich aus dem Kopf schlagen. Emma, schläfst du schon? Herr Mertens ist dran, der will wissen, ob alles in Ordnung ist. Es tut mir leid, Herr Mertens. Sie schläft schon. Ich verstehe nicht, warum du nicht mit mir zum Heuboten-Fest gehen willst. Also wenn, dann wollte ich dort mit Silvia tanzen. Und nach einem Herrenabend mit deinem Bruder ist er ja auch nicht. Nein, gewiss nicht. Nach dem ganzen Ärger von heute. Also wenn hier einer Ärger hatte, dann bin ich das und meine Küchenmannschaft. Nachdem du eben mal das Golfermenü für morgen gekippt hast. Herr Sponheim, was machen Sie noch hier? Herr Direktor, guten Abend. Haben Sie unsere Unterredung von heute Nachmittag schon wieder vergessen? Ich wollte bloß... Ich habe mich da klipp und klar ausgedrückt. Sie sind beurlaubt. Ich will Sie hier vorerst nicht mehr sehen. Verstanden? Ich hätte ihn gleich rausschmeißen sollen. Ja, der kann schon nerven. Er hat das Faustdick hinter den Ohren. Hat er sich an Silvia rangemacht? Wie kommst du denn darauf? Das ist doch ein offenes Geheimnis, dass er ein Faible für reifere Frauen hat. Ich habe ein Faible für Leistungsbereitschaft und Engagement. Wir sind ein Fünf-Sterne-Hotel. Hier geht es um Perfektion in jeder Beziehung. Komfort kann man sehen. Harmonie und Energie kann man spüren. Ist das dein neuer Slogan? Das ist das Credo im Fürstenhof seit langem. Aber das ist natürlich an dir vorübergegangen. Tja, deswegen bin ich ja nur der kleine Koch und du der große Herr Direktor. Genau. Meine Innenarchitektin müsste jeden Moment kommen. Ich suche sie gerade. Ja, also solche Details klären Sie am besten mit ihr. Ich kenne mich da gar nicht aus mit den Anschlüssen. Gut, danke schön. Wiederhören, ja. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ja? Rosalie! So sieht man sich wieder. Moritz, hallo. Bist du doch hier hängen geblieben? Oder vermagerst du gerade den Kasten? Ob du es glaubst oder nicht. Meinem Lebensgefährten gehört der halbe Kasten hier. Und wir haben nicht vor, zu verkaufen. Du wusstest schon immer, wie man es macht. Und was treibt dich hierher? Ach, wir haben unsere erfolgreichsten Pächter für 3 Tage in den Fürstenhof eingeladen. Ein Brauereibesitzer mit Herzen? Du siehst gut aus. Ich weiß. Wir hatten eine Menge Spaß miteinander, oder? Hatten. Die Betonung liegt auf hatten. Hat Simon die Weine an das neue Menü angepasst? Der Wein ist noch das kleinste Problem, wenn man mal so eben aus dem Stegreif das Menü ändert. So ist es aber besser. Albert Hesse ist der Präsident des Golfverbandes. Ich will, dass die German Open nächstes Jahr hier bei uns stattfinden. Ja, und mit einem Hirschbraten sind die Chancen natürlich viel größer. Also wenn du die geänderte Menüfolge noch einmal diskutieren willst, dann empfange ich die Leute vom Golfverband lieber alleine. Ja, ich mag ja Herausforderungen. Es war eine gute Idee, dass wir das nochmal geändert haben, obwohl es zeitlich natürlich ein bisschen knapp war. Professor Liebinger, freut mich, dass Sie es noch einrichten konnten. Der Champagnerempfang findet im Rosenzimmer statt. Bitte. Dankeschön. Keine Sorge, Bruderherz. Dein Golferball wird ein großer Erfolg. Das will ich aber auch hoffen. Was sagt denn eigentlich Silvia zu deiner China-Reise? Ich habe sie noch nicht fragen können. Ich habe sie heute früh nur ganz kurz gesehen. Du wirst die Überraschung in aller Ruhe genießen. Wärst du so lieb, mir das umzulegen?
Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte sagen, wo ich Rosalie Engel finde? Am besten Sie fragen an der Rezeption. Dankeschön. Was ist denn los mit dir? Sag jetzt nicht, die Dame hat dir dermaßen die Sprache verschlagen. Wenn das deine Silvia wüsste. Sie trägt Barbaras Schmuck. Eigentlich hätte dein Onkel mich gleich entlassen können. Ja, ist auch ziemlich riskant, einen potenziellen Schwerverbrecher zu beschäftigen. Vielleicht tut's wirklich mal gut, ein paar Tage hier rauszukommen. Danke. Ja, ich danke dir, dass du für mich nach Bremerhaven düst. Ui, ganz schön viel Papierkram. Ja, also pass auf. Das hier ist die Vollmacht. Das ist eine Kopie des Carnets und das hier eine Ausfahrbescheinigung von Australien. Okay. Was ist das denn? Das da sind 10.000 Euro. In Bar. Wofür brauche ich denn so viel Bargeld? Naja, du musst den Lagerplatz bezahlen, außerdem den erhöhten Zoll wegen der falschen Papiere und eventuell eine Kaution über den kompletten Wert der Ware. Und ich sag dir eins, komm bloß nicht auf die Idee, das Geld in irgendeiner Hafenkasche mal auf den Kopf zu hauen, klar? Mach ich. Dann hörst du mir überhaupt zu? Zoll, Lagerplatz, Kaschemme, kein Problem. Gut. Und vergiss deinen Personalausweis nicht. Den musst du zusammen mit der Vollmacht vorlegen. Ohne Legitimation geht da beim Zoll überhaupt nichts. Der ist noch im Hotel in meinem Spind. Ich gehe ihn holen und dann geht's gleich los. Ben, du bist dir aber schon sicher, dass du das in Bremerhaven auf die Reihe kriegst, ja? Ich mach das schon. Und wenn irgendwas ist, dann ruf dich an. Ja, Mensch, hier, vergiss das Geld nicht. Max, der Champagnerempfang für die Golfer läuft noch? Ja, aber es kann nicht mehr lang dauern. Der nächste Programmpunkt beginnt gleich. Wenn Sie bitte dieses Rezept Herrn Giesbert geben würden. Er wollte sich nach dem Empfang hier abholen. Klar, mache ich. Gut. Frau Dr. Konopka, darf ich Sie kurz sprechen? Natürlich, immer. Was gibt's denn? Als Begleitung für einen Spaziergang komme ich allerdings nicht. Den frage ich, bin im Dienst. Nein, darum geht's gar nicht. Im Gegenteil, ich wollte Sie fragen, ob es noch aktuell ist, dass Sie eine Sprechstundenhilfe suchen. Warum? Ich bin als Krankenschwester vielleicht ein bisschen aus der Übung, aber ich will unbedingt wieder arbeiten. Also wenn Sie mir diese Chance geben, oder haben Sie Bedenken wegen meiner Qualifikation? Also ich will ehrlich sein, eigentlich schon, ja. Was Sie bei Herrn Sponheims Asthmaanfall geleistet haben, das war zwar kompetent, aber... Nichts aber. Trotzdem frage ich mich, warum Sie als Sprechstundenhilfe arbeiten wollen. Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben und mich von meinem Mann scheiden zu lassen. Ich will ein neues Leben beginnen und dazu gehört unbedingt, dass ich arbeite. Ich verstehe. Auf eigenen Füßen stehen ist ein wichtiger Schritt. Kommen Sie doch nachher einfach bei mir in der Praxis vorbei. Wirklich? Ja, dann können wir alles in Ruhe besprechen. Danke. Du fehlst mir. Vermisst du mich denn gar nicht? Rosalie, jetzt komm mir nicht so. Ich bin sauer. Es war nicht abgesprochen, dass der Umbau so umfangreich wird. Die Küche und das Bad werden traumhaft, wirklich. Wenn du mit mir erstmal bei Kerzenschein in der Badewanne liegst, dann wirst du mich verstehen. Felix? Bist du noch da? Ja, ich will gar nicht wissen, was das alles kostet. Du bist Miteigentümer des Fürstenhofs und nicht nur Juniorpartner, wie dein Onkel das so gerne darstellt. Du brauchst eine repräsentative Wohnung. Repräsentativ, ja, aber... Luxusbad und Luxusküche? Dann bleib ich bei den 2 mm Aufbauhöhe, bitte. Okay. Willst du denn wirklich haben, dass ich den Umbau jetzt einfach stoppen lasse? Nein, das soll ja fertig werden, aber Rosalie, schau wenigstens drauf, dass es nicht zu viel kostet. Mach ich. Ich lieb dich. Bis bald. Ciao.
Fachkräfte. Es bleibt alles wie gehabt. Der Umbau geht weiter. Und der Marmor, der ist auch schon geliefert worden. Wunderbar. Und wie ich sehe, geht hier auch schon alles zügig voran. Mhm. Haben Sie sich denn überlegt, ob Sie die Fußbodenheizung nur im Bad haben möchten? Ach, gut, dass Sie das erwähnen. Weisen Sie an, dass wir Sie auch in der Küche nehmen. Mach ich. Herr Saalfeld drückt noch mal ein Auge zu und kündigt mir nicht. Puh. Ich sollte mich freuen. Ich darf weiter hier arbeiten. Und muss zusehen, wie glücklich Rosalie und Felix sind. Vielleicht hat Rosalie ja recht, dass jemand wie Felix einfach in einer anderen Liga spielt. Und leider nicht in meiner. Trotzdem, ich suche mir den Mann meines Lebens immer noch selbst aus. Aber Christoph gestern so stehen zu lassen, das war echt nicht die feine Art. Das hat er nicht verdient. Keine Ahnung, wie ich ihm mein plötzliches Verschwinden erklären soll. Ich bin gleich soweit. Alles wieder in Ordnung bei dir? Christoph. Du, wegen gestern. Ist. Ich weiß schon, dir war nicht gut. Ehrlich gesagt, habe ich mich mit meiner Schwester gestritten. Worum ging's denn? Ach, nicht so wichtig. Jedenfalls musste ich unbedingt weg. Das war vielleicht ganz schön blöd für mich, ohne die. Mich bestellt und nicht abgeholt. Es tut mir ehrlich leid. Wer hätte gedacht, dass wir zwei den ersten Platz bei dem Tanzwettbewerb machen? Hm? Das für dich. Frau. Pasteten, Speck, Champagner? Nur vom Feinsten. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir den zusammen plündern? Lass uns doch ein Picknick machen. Wie, jetzt gleich? Jetzt arbeite ich noch. Aber nachher vielleicht? Darf ich die schöne Frau zu einem Mittagessen entführen? Ich dachte, du musst dich um deine Golfer kümmern. Die können auch mal eine Zeit lang ohne mich auskommen. Also? Es tut mir leid, aber ich habe keine Zeit. Du bist doch wohl nicht etwa schon mit einem anderen verabredet? Nein, ich habe schon gegessen. Gut, dann muss ich das, was ich dich fragen will, eben jetzt hier tun. Obwohl ich mir einen anderen Rahmen dafür vorgestellt habe. Na gut. Darf ich dich zu einer Reise nach China entführen? Ins Reich der Mitte. Ach. Nur wir zwei. Mit viel Zeit für uns und die schönen Dinge des Lebens. Das ist eigentlich eine wunderbare Idee. Und eigentlich? Ich möchte erst die Scheidung von Paul hinter mir haben. Das macht doch die Anwältin. Und so eine Reise wird dir die Kraft geben, den Nervenkrieg besser durchzustehen. Ich kann jetzt nicht weg. Wenn alles gut läuft, dann bekomme ich die Stelle als Sprechstundenhilfe bei Frau Dr. Konopka. Ich habe gleich noch ein Gespräch mit ihr. Silvia, was ich gesagt habe, das habe ich auch so gemeint. Du musst nicht arbeiten. Du bist mein Gast. Der Fürstenhof hier ist jetzt dein neues Zuhause. Du bist so großzügig, aber darum geht's doch gar nicht. Warum dann? Um deine Unabhängigkeit? Ich will allen hier beweisen, dass ich nicht Barbara von Heidenberg bin. Und wenn ich jetzt mit dir verreise, dann... Gerade wegen der vielen Querelen in letzter Zeit, da wird so ein Umgebungswechsel doch gut tun. Wenn der Fürstenhof wirklich mein neues Zuhause sein soll, dann muss ich mich dem Leben hier stellen. Und dazu gehört auch, dass ich arbeite. Diese Stelle bei Frau Dr. Konopka, das ist für mich eine Chance, verstehst du? Ja, aber meinst du nicht, dass so eine Reise nach China vorher trotzdem möglich ist? Ich möchte so schnell wie möglich anfangen mit meinem neuen Leben. Kümmerst du dich bitte um die Beilagen? Warum steht denn jetzt plötzlich die Entenbrust auf der normalen Karte? Ah, da kannst du ja froh sein, dass du den Wutausbruch von anderen nicht miterleben musstest, deswegen. Stichwort Golferball. Ja. Von einer Minute auf die andere und plötzlich ein neuer Menüplan. Jetzt gibt's Hirsch statt Entenbrust. Auf Wunsch eines einzelnen Herrn, des Herrn Direktors. Bin ich froh, dass ich mit dem Ball nichts zu tun habe. Komm mal her. Probier mal. Mm. Hast du heute Abend frei? Triffst dich mit Nils?
Mama, das war spitzenmäßig. Danke nochmal. Was denn? Na, wie du das mit Nils und dem Heubodenfest eingefädelt hast. Na, das war ja auch nicht so schwierig, so verliebt wie ihr seid. Trotzdem schade, dass wir den Tanzwettbewerb nicht gewonnen haben. Wo wir doch nicht nur wahnsinnig gut miteinander harmoniert haben, sondern auch noch perfekt abgestimmt angezogen waren. Ja, da war dein Vater dagegen. Der hat gemeint, seine eigene Tochter kann man nicht prämieren. Mama, wir haben uns versöhnt. Das ist mehr wert als jeder Preis. So verliebt war ich schon lange nicht mehr. Der Nils, der ist ein richtig guter Tänzer. Das hätte ich gar nicht gedacht. Na, hoffentlich hält eure Harmonie auch ein paar Takte. Was soll denn das jetzt heißen? Naja, bisher habt ihr es doch immer geschafft, aus jeder Kleinigkeit ein großes Missverständnis zu machen. Ich lasse mir eben nicht alles gefallen. Jetzt komm mal her, setz dich mal. Lass dir mal von deiner alten Mutter was sagen. In der Beziehung muss man Verständnis haben. Und man muss verzeihen können. Und, daran liegt mir ganz besonders, man muss auch mal ein Auge zudrücken. Wenn es noch so schwer fällt. Hm? Das ist also euer Geheimnis. Seit fast 40 Jahren. Ben? Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Hallo, Herr Spulle. Wollen Sie verreisen? Ich bin auf dem Weg nach Bremerhaven. Oder zumindest sollte ich das schon längst sein. Die Seeluft wird Ihnen sicher gut tun. Haben Sie denn Ihren Allergietest gemacht? Dafür habe ich momentan leider keine Zeit. Ein Freund von mir hat mich gebeten, für ihn Probleme beim Zoll zu klären. Das klingt kompliziert. Sollten Sie sich nicht besser um sich selber kümmern? Ja, ich bin froh, ein paar Tage nicht im Hotel zu arbeiten und auf andere Gedanken zu kommen. Ich habe übrigens mit Herrn Saalfeld über Sie gesprochen. Warum? Na ja, über Ihre Zwangsbeurlaubung. Ich wollte wissen, was zwischen Ihnen beiden vorgefallen ist. Frau von Heidenberg? Tatsächlich, ich habe Sie gar nicht erkannt mit der neuen Frisur. Steht Ihnen ausgezeichnet. Guten Tag. Hallo Emma. Grüß dich, Frau Sandbichler. Was isst denn du da? Käsebrot mit Dickbutter drauf. Und deine Diät? Ach, ich habe keine Lust mehr aufs Kalorienzählen. Seit wann denn das? Naja, ich bin halt keine Bohnenstange und ich werde auch niemals eine sein. Und wer mich nicht so mag, wie ich bin, der kann mir gestohlen bleiben. Also das ist jetzt mal eine vernünftige Einstellung. Hast ja nur noch von Äpfeln und Knäckebrot gelebt. Gott, das hat mich schon so zum Hals rausgehangen. Ich hab schon gedacht, du fällst uns vom Fleisch. Na, so schnell wäre das nicht passiert. Ey, komm, nimm sie mal mit. Klar doch, gerne. Danke. Weißt du, Emma, du bist so ein tolles Mädchen. Ob du jetzt ein bisschen mehr oder weniger auf den Hüften hast, ist doch ganz wurscht. Und wer das nicht erkennt, der ist selber schuld. Hast du eigentlich schon heute mit Herrn Mertens gesprochen? Ja, wir treffen uns sogar gleich. Ach, wirklich? Mhm. Wir haben uns zum Picknick verabredet. Wir wollen unseren Siegerkorb plündern. Ach, das freut mich. Das wird sicher schön, denn der Mertens ist ein ganz netter junger Mann. Frau Sonnbichler, eine Frage. Dass der Christoph und ich den Tanzwettbewerb gewonnen haben, das haben nicht zufällig Sie eingefädelt? Nee. Nee. Da ist der Alfons ganz unbestechlich. Wir waren beide der Meinung, dass ihr den ersten Platz verdient habt. Und das, obwohl ich Christoph am Anfang ständig auf die Füße gestiegen bin. Ja, das war doch nur am Anfang. Nachher habt ihr so harmonisch miteinander getanzt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Picknick. Hm? Danke, den werden wir haben. Ich hätte schwören können, sie sind's. Barbara von Heidenberg ist letztes Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das wusste ich nicht. Frau Wielander sieht ihr vielleicht ähnlich. Tut mir leid, ich wollte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten. Ja, ja, schon gut. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Erstaunlich. Die Ähnlichkeit ist wirklich frappierend. Woher kannten Sie Barbara von Heidenberg? Ich bin Innenarchitektin und habe Frau von Heidenberg ein Haus in München eingerichtet. Wie lange ist das her? Ein paar Jahre. Ich habe letztes Jahr Frau von Heidenberg noch mal auf einer Veranstaltung getroffen. Sie hat mir erzählt, sie musste die Firma auflösen. Finanziell ging es ihr wohl nicht mehr so gut. Da hat sie mir einen Teil ihres Schmucks verkauft. Ist das der Schmuck von Barbara von Heidenberg? Gefällt er Ihnen?
Ich habe heute die Emma getroffen. Stell dir vor, die hat ihre Diät beendet. Und die macht heute noch ein Picknick mit Christoph Merz. Ach, Tascha, Herr, wie kommt's? Ja, ich nehme an, dass die den jetzt auch recht nett findet. Naja, nett, nett vielleicht schon, aber ob das halt reicht? Das werden wir ja dann schon sehen. Naja, die Emma ist jedenfalls keine, die mit einem Mann ausgeht, nur weil er Geld hat. Hm? Nee, da ist ihre Schwester aber ein ganz anderes Kaliber. Ja. Also es würde mich nicht wundern, wenn die sich vom Felix von vorn bis hinten aushalten lässt. Geld ausgeben liegt dir wesentlich mehr als Geld verdienen. Und wer muss es dann immer ausbaden? Unsere Emma. Mhm. Kuchen gibt's keinen mehr. Du, das letzte Stück hat Marie genommen. Mhm. Da muss ich an unser Heubodenfest denken. War das nicht ein schönes Paar, Marie und Nils? Hm? Ja, ja. In ihrer Tracht. Das freut dich, dass die beiden sich wieder versöhnt haben, oder? Mhm. Also ich könnte mir den sogar als Schwiegersohn denken. Ach, Schwiegersohn, Hildegard, die Marie wird doch diesen eitlen Gockel nicht heiraten. Ach komm, du fandst den doch am Anfang auch sympathisch. Außerdem heiratet Marie, wen sie will und nicht, wen wir für sie aussuchen. Es wäre dir schon recht, wenn die Marie so schnell wie möglich unter die Haube käme, oder? Klar, möchte doch nur mit meinen Enkeln Fußball spielen. Fußball? Ich hab Urlaub. Bitte? Nichts, nur ein Kollege. Das sind echte Liebhaberstücke. Nur, dass sie den Schmuck unbedingt haben wollen, verstehe ich immer noch nicht. Ich sammle sowas für meine Großmutter. Die mag das. Na, dass sie die Ohrringe nicht selber tragen, habe ich mir fast gedacht. So. Jetzt müssen Sie nur noch unterschreiben, dann gehört der Schmuck Ihnen. $10.000 in bar. Danke nochmal, dass Sie mein spontanes Angebot angenommen haben. Ich danke auch. Tschüss, Herr Sponheim. Hat mich gefreut. Ich auch. Hey, hallo. Hi. Ben, was wird das? Du solltest längst auf dem Weg nach Bremerhaven sein. Was ist das denn? Ich musste den einfach kaufen. Sieht teuer aus. Der Schmuck, er hat Barbara gehört. Ben? Mit welchem Geld hast du den bezahlt? Was für ein Zufall das war. Ich wollte gerade ins Hotel meinen Personalausweis holen und da begegne ich dieser Innenarchitektin. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was soll ich denn anderes machen? Die Kette, die Ohrringe. Das hat Barbara getragen. Das ist quasi ein Teil von ihr. Du hast meine 10.000 Euro dafür ausgegeben? Und was hätte ich denn machen sollen? Das ist doch das Einzige, was mir geblieben ist. Ich habe dir die Kohle gegeben, um damit den Wein auszulösen, nicht um irgendwelche Kranker damit zu kaufen. Ganz ruhig, Simon. Ich fahre jetzt für dich nach Bremerhaven und bringe das mit den Zöllen auf. Ach so, und wie? Wie willst du das machen ohne Geld? Simon! Ja, bitte. Stich? Nein. Perfektes Timing. Kommen Sie doch rein. Der letzte Patient ist gerade weg. Und in einer halben Stunde ist erst der nächste Termin. Nehmen Sie Platz. Ich sitze hier gerade an der Übertragung und Abgleichung von Patientendaten. Ist auch viel Papierkram. Ehrlich gesagt bin ich sehr froh, wenn Sie mir das in Zukunft abnehmen. Sie haben sich's doch nicht anders überlegt. Nein, ganz und gar nicht. Schön. Aber? Wie schon gesagt, ich will unbedingt arbeiten. Und wenn Sie mir die Stelle geben, dann fange ich lieber heute als morgen an. Frau Wielander, irgendwas ist doch passiert. Man hat mich schon wieder für Barbara von Heidenberg gehalten. Ach was. Wer war das? Ich kannte die Frau nicht. Und das hat sie wieder so ein bisschen aus der Bahn geworfen.
Ich will mich nicht verrückt machen lassen. Ich weiß, ich bin Silvia Wielander und sonst niemand. Wissen Sie, der Fürstenhof ist für mich der Beginn eines neuen Lebens und einer neuen Liebe. Das will ich mir nicht kaputt machen lassen. Aber Sie müssen scheinbar damit rechnen, dass Sie immer wieder mit diesen Verwechslungen konfrontiert werden. Ja, ich weiß. Aber ich werde mich dem stellen. Ich laufe nicht mehr davon. Also, wann kann ich anfangen? Morgen. Mein Gott, Frau Fischer, es wird doch wohl möglich sein, dass Sie Frau Wielander dazwischen schieben. Die Scheidung muss so schnell wie möglich in die Wege geleitet werden. Ja, ja, ich weiß, dass es ein Trennungsjahr gibt. Nein, so genau weiß sie natürlich nicht über die persönlichen Verhältnisse von Silvia Wielander Bescheid. Was wird denn schon der Grund sein? Sie liebt ihn eben nicht mehr. Frau Fischer, ich rufe Sie gleich nochmal zurück. Schmunheim, kommen Sie rein. Ich hoffe, es gibt einen triftigen Grund, warum Sie sich schon wieder über meine Anweisung hinwegsetzen. Ich brauche das Geld meiner Mutter. Am besten sofort. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen, Sponheim? Ich habe ein Recht auf das Erbe. Und ich habe ein Recht, Sie hochgrad rauszuschmeißen. Wir würden auch schon 10.000 Euro reichen. Ach, warum waren wir so bescheiden? Haben Sie das Konto von Barbara überprüft? Oder ist das ein Trick von Ihrem verrückten Onkel? Mein Onkel hat damit nichts zu tun. Erstens weiß ich nicht, wie viel Geld sich noch auf dem verbliebenen Konto von Barbara befindet. Und zweitens habe ich Ihre Faxen ein wenig dicke, Sponheim. Barbara war meine Mutter. Mir steht das Geld zu. Und außerdem brauche ich es. Geld ist wohl das Einzige, was Sie an Ihrer Mutter interessiert. Wenn Sie mir das Geld jetzt geben, dann verspreche ich Ihnen, das Thema nie wieder zu erwähnen. Erst wollen Sie und Ihr raffgieriger Onkel vor Gericht gehen. Dann treten Sie von allen Ansprüchen zurück. Und jetzt wollen Sie mich mal eben kurz erpressen. 10.000 Euro sind für Sie doch ein Klacks. Herr Sponheim, wissen Sie, was für mich ein Klacks ist? Aus Ihrer Beurlaubung mal ganz kurz eine Kündigung zu machen. So, raus jetzt, verschwinden Sie. Machen Sie, dass Sie rauskommen! Die Dekoration machen wir nachher fertig, wenn der André wieder da ist. Oh, Herr Heinemann. Falls Sie Marie suchen, die macht sich gerade zum Feierabend fertig. Die Glückliche, nur Sie müssen noch schuften. Ja, der Golferball. Ist irgendwas mit den Häppchen nicht in Ordnung? Ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie neben dem ganzen Stress noch ein Fitnessbuffet gezaubert haben, Frau Sonnenbichler. Das mache ich doch gerne. Aber das sind keine Fitness-Snacks, sondern Kalorienbomben. Na, jetzt übertreiben Sie aber. Seien Sie mir bitte nicht böse, aber sowas essen die Damen zum Nachmittagstee. Also jetzt lassen Sie doch aber die Kirche im Dorf. Das ist Vollkornbrot, das ist Belag, Salat und draußen ein Kräutertipp. Das ist alles viel zu viel Fett. Ach, so ein Unsinn. Das ist kein Unsinn. Wenn wir unsere körperbewussten Gäste derart messen, dann sind sie das erste und letzte Mal im Fürstenhof abgestiegen. Und das wollen wir doch nicht, oder? Was ich bräuchte, das wären Platten mit frischem Obst, Paprika, Karotten, Rohkost eben, ohne Dip. Tut mir leid. Ja, schon gut. Ich hab jetzt zu tun. Vielleicht denken Sie das nächste Mal daran. Sonst noch was? Aber bei dir ist doch langsam alles zu spät. Hast du wirklich geglaubt, Werner gibt dir einfach so 10.000 Euro? Ich habe aber ein Recht auf dieses Geld. Mein Gott, aber seit du weißt, dass die Heidenberg deine Mutter ist, bist du völlig durchgeknallt. Ich will mein Geld zurück. Und zwar noch heute, ist das klar? Simon, es tut mir leid. Ich weiß, ich hätte es nicht einfach machen dürfen. Begreifst du das eigentlich nicht? Jeder Tag, den mein Wein da im Zoll in Bremerhaven hängt, kostet mich zusätzlich eine Stange Geld. Mir fällt schon was ein. Mir auch. Du verkaufst diesen Klunker und zwar sofort. Das kann ich nicht. Mann, versetz dich doch mal in meine Lage. Der Schmuck bedeutet mir so viel. Deine Mutter. Das ist ein Phantom. Der kommst du doch dieses Gehänge doch nicht näher, Mensch. Doch. Nein. Vielleicht. Mann, ich muss einfach herausfinden, wer ich bin. Kannst du das nicht verstehen?
Mein Verständnis hört an der Stelle auf, wo du meine von der Bank geliehene Kohle einfach so auf den Kopf haust. Leb deine Identitätskrise verdammt nochmal woanders aus. Heute Abend liegt die Kohle wieder auf meinem Tisch. Und wenn nicht, kriegen wir beide richtig Ärger. Du hast es aber eilig. Ja, nur noch die Decken und dann habe ich es geschafft. Hast du noch was vor? Du, ich treffe mich gleich mit Christoph zum Picknick. Wollt ihr euren gemeinsamen Gewinn vom Tanzwettbewerb verfuttern? Ja, da sind lauter leckere Sachen in dem Korb. So Salami, Pasteten, Brezen. Macht ihr jetzt zusammen Frustfressen? Quatsch, es wird kein Frustfressen. Es wird Genussessen. Ab sofort mache ich nämlich keine Diät mehr. Mir schmeckt's und ich stehe dazu. Und deswegen triffst du dich mit Christoph, dem du vorher eigentlich immer aus dem Weg gegangen bist. Du, ich habe ihn gestern ziemlich enttäuscht, als ich so ohne Vorwarnung vom Heubodenfest verschwunden bin. Was war denn eigentlich los? Ich habe mich mit Rosalie gestritten. Und dann musste ich einfach weg. Lass mich raten, es ging mal wieder um Felix. Nein, diesmal ging es nicht um Felix. Nur tut's mir um Christoph leid. Ich habe echt kein Wort gesagt, bin einfach verschwunden. Dabei ist er so ein netter Kerl. Hat er jetzt doch noch Chancen, dein Herz zu erobern? Wer weiß. Wie willst du mir jetzt sagen, du hast dich verliebt? Christoph ist ein netter, charmanter und lieber Kerl. Und der Appetit kommt halt manchmal erst beim Essen. Emma, sich zu verlieben, das kann man sich nicht vornehmen. Schauen wir mal. Jedenfalls werden wir viel Spaß miteinander haben. Nimm's mir nicht übel, aber bisher hast du dich doch überhaupt nicht für den interessiert. Ja, aber jetzt habe ich ihn ein bisschen besser kennengelernt und ich mag ihn. Kann es sein, dass du dir dann ein bisschen was vormachst? Wir werden eine schöne Zeit miteinander verbringen. Und ich will mir das jetzt nicht von dir vermiesen lassen. Ich freue mich auf das Picknick. Und auf Christoph. Sie hat mich einfach weggeworfen. Wie einen nutzlosen Gegenstand, den man nicht mehr braucht? Meinst du, sie war halt jung? Wie heißt sie? Ich werde sie suchen und zur Rede stellen. Jetzt mach keinen Schmarrn! Wie heißt sie? Barbara Sachtling. Wolfgang von Heidenberg heiratet die Hausangestellte Barbara Sachtling. Barbara von Heidenberg ist meine Mutter. Verstehst du? Meine leibliche Mutter! Wir sehen uns nicht nur ähnlich. Wir sind es auch. Ich komme da wieder raus. 10.000. Das ist doch alles, was ich von dir habe. Bis später. Ah, Herr Sponheim. Entschuldigen Sie, Herr Seifert. Kann ich Sie kurz sprechen? Ja, was kann ich für Sie tun? Du, in der Nähe gibt es einen See, was hältst du denn davon? Was hast denn du vor? Ja, ich suche eine schöne Wanderrouten für uns. Wie, ich denke, wir wollen doch nur picknicken. Ja, aber nach so einer schönen Routen hat man doch mehr Lust aufs Essen. Stimmt. Kennst du die kleine Hütten am Hausberg? Ist sehr romantisch. Ja, da war ich schon mal. Die ist toll. Vor allem jetzt im Herbst, wenn da die Wälder alle so schön bunt leuchten. Aber nicht so bezaubernd wie deine Augen. Na, ich weiß nicht. Aber du bist wunderschön. Obwohl ich
Es spielt überhaupt keine Rolle. Du bist genau richtig. Und du? Magst mehr ein bisschen? Bitteschön. Nee, den neuen Club, den kenne ich auch noch nicht. Aber ich habe heute Abend auch leider schon was vor. So, so. Was hast du denn schon wieder vor? Ich fahre nach Bremerhaven. Ich muss da was erledigen. Du, sag mal, der Golferball, wann ist denn der eigentlich? Na, jetzt gleich. Herr Saalfeld ist schon im Rosenzimmer und hält die Ansprache. Ah, guten Tag. Sie möchten sicher zum Golferball. Ja, genau. Sind Sie soweit vollzählig? Ich glaube schon, ja. Ja? Ja. Ja. Dann bitte hier lang. Okay, danke schön. Okay. Das ist das Erbe meiner Mutter. 12, 0, 9, 6, 7. 2, 0, 9, 6, 7. Oh. Da fallen 10.000 doch gar nicht auf. Wohnein, was machen Sie da? Die Wahrheit ist doch, dass du Angst hattest, dass dein feiner Lover kein fremdes Bein großziehen würde. Wenn morgen die Kohle nicht rüberkommt, Ben, dann kannst du deine Koffer packen. Und das meine ich verdammt ernst. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Welche Frage denn? Ob ich dich gern hab. Warst du mal an der Stelle, wo sie abgestürzt ist? Mann, da geht's so tief runter, es überlebt kein Mensch. Und was ist da mit dem Muttermal? Was für ein Muttermal? Das hier. Frau Wieland hat das Gleiche. An der gleichen Stelle.